weiß nicht, wo ich lang muss. Irgendwie so viel Programm gerade und ich weiß nicht, was das Richtige für mich ist. Lass uns überlegen, hast du denn ein Rudergerät? Nein. Ein Bobbycar? Hast du eine Langhantel? Nein. Kurzhantel? Nee. Kettlebell? Nee, hab ich auch nicht. Hast du den Bock so richtig zu ballern und richtig Gas zu geben für die Open? Nee, eigentlich so Wettkampf ist nicht so meins. Was hast du denn damit? Ich hab ein Handtuch. Na, dann würde ich dir das Homeworkout mitgeben. Ja, ich dachte, ich fahr hier nach Hause und mach das Homeworkout. Ciao, Henrik. Ciao, David. Gut, willkommen zum Homeworkout vom 2.2. Wir haben heute wieder eher einen kraftlastigen Tag. Und zwar gehen wir heute wieder in unser isometrisches Halten. Wir bleiben diesmal bei der Deadlift-Position. Zeige ich nachher auch nochmal. Und zwar machen wir 8 Sätze, 10 Sekunden Vollgas gegen das Handtuch arbeiten und 2 Broadjumps. Davor wollen wir uns natürlich noch gut aufwärmen. Wir fangen erstmal an, wir mobilisieren die Wirbelsäule ein bisschen. Zeige ich gleich. Dann haben wir 3 Runden. Wir machen 3 Jefferson Curls. Danach haben wir 10 Good Mornings. Da könnt ihr dann gerne auch schon ein bisschen was dazu nehmen. An Gewicht, mit Kettlebell, Buch oder ähnliches, je nachdem, was ihr habt. Und dann ein Broadjump, bei dem geht es aber nicht darum, dass wir erstmal so weit wie möglich springen, sondern da müssen wir sicher landen. Okay? Wie gesagt, danach die 8 Sätze, die gerade schon besprochen. Danach haben wir noch ein kleines Accessory-Teil. Wir gehen in die Kopenhagen Plank. Das machen wir heute im Tabata-Modus, das heißt immer 20 Sekunden Arbeit auf der einen Seite, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Arbeit auf der anderen Seite, für insgesamt 8 Sätze. Das heißt, 4 pro Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und stay good.